Motive in einem längeren Prozess abbilden. Das geht nicht nur durch Videos, sondern auch durch Fotografie. Ein Phänomen, das das folgende Team nutzen wird, um ein spannendes Projekt zu gestalten. Wir beglückwünschen den Großstadtdschungel. Hallo, mein Name ist Christian Rathmann. Ich bin vom Projekt Großstadtdschungel. Ich bin 22 Jahre alt und bin der Projektentwickler. Außerdem studiere ich noch Bauingenieurwesen und habe jetzt Spaß am Fotografieren. Ich bin André Plümmer, bin 20 Jahre alt, bin Schüler und der Projektassistent. Die Idee hinter unserem Projekt ist schon relativ alt. Sie funktioniert über Langzeitbelichtung und dass wir mit Lichtern wie einer 60er LED Zeichen machen können wie Schriften, Formen, alle Möglichkeiten. Wir können auch Kugeln machen oder, wie wir uns überlegt haben, wir können Formen ausschneiden und diese blitzen. Das funktioniert so ähnlich wie eine Softbox und dadurch kriegt man dann halt genau diese Formen, wie zum Beispiel in diesem Fall eine Eule, auf das Bild. Sinn ist es natürlich, an Magdeburger Stellen, also an bekannten Stellen, zu zeigen, wie sich Tiere, Umwelt, Natur wieder ihren Weg in die Gesellschaft zurücksuchen, um halt zu zeigen, wie utopisch es sein kann.